Yakuza 5 ist auch endlich bei uns für die PlayStation 3 erschienen und vielleicht fragt ihr euch, was es mit diesem 3 Jahre alten Titel aus Japan auf sich hat. Vielleicht habt ihr schon einmal vom Franchise gehört, vielleicht habt ihr sogar einen Teil davon bereits gespielt, vielleicht hat euch auch ein Freund auf das Video hier verlinkt, um seine Leidenschaft für diese zu Unrecht vergessene Serie zu teilen. In allen Fällen geht es darum, mehr Aufmerksamkeit für Yakuza 5 zu generieren. Denn obwohl Sony bereits eine Veröffentlichung von Yakuza 0 im Westen auf der diesjährigen PlayStation Experience angekündigt hat, ist die weitere Zukunft der Serie darüber hinaus noch ungewiss. Die Spiele haben trotz hoher Qualität nie den nötigen Anklang bei uns gefunden. Das mag zum Teil sicherlich an der sehr japanischen Art dieser Titel liegen, doch genauso ist es die fehlende bzw. äußerst schwache Vermarktung in westlichen Territorien seitens Sega. Deswegen möchte ich euch in den folgenden Minuten erklären, was genau Yakuza 5 auszeichnet, wieso es für mich zu den besten Titeln auf der Konsole gehört und warum ihr es unbedingt spielen solltet. Yakuza 5 als Genre definiert ist eine Art Open-World-Beat'em-up-RPG, wobei man die Bezeichnung Open-World eher mit Open-District gleichsetzen sollte. Viele haben die Serie zu ihrer Konzeption auf der PS2 als das japanische GTA bezeichnet, obwohl die Titel viel mehr mit Shenmue gemeinsam haben. Ihr durchreist keine riesige Welt, klaut keine Fahrzeuge und dürft auch nicht wild irgendwelche Passanten angreifen. Stattdessen wandert ihr durch relativ kleine, aber dafür unfassbar detaillierte Distrikte insgesamt 5 japanischer Großstädte. Das Abenteuer beginnt in Fukuoka, wechselt nach einiger Zeit allerdings zu Sapporo, Osaka, Nagoya und schließlich Tokio. Jede Stadt versprüht dabei ihre ganz eigene Atmosphäre und ist zu 100% authentisch nachgebaut. Man bekommt wirklich das Gefühl, sich gerade in Japan zu befinden und erlebt eine ungefilterte Kultur. Falls ihr kein Geld für eine Reise ins kleine Nippon habt, könnt ihr die 40 Euro in Yakuza 5 investieren und es für virtuellen Tourismus verwenden. Als jemand, der ein Jahr in diesem Land gelebt hat, nutze ich den Titel gerne, um mich an meine Auslandszeit zu erinnern. Wenn ich beispielsweise in einen der zahlreich vorhandenen Konbinis spaziere, erkenne ich sofort den perfekt rekonstruierten Aufbau sowie die Platzierung der Lebensmittel. Diese sind nicht bloß irgendwelche erfundenen Marken, sondern echte Getränke sowie Speisen, die ihr ganz normal dort kaufen könnt, was die Welt wesentlich authentischer erscheinen lässt. Dafür sorgen auch andere Details wie reale Magazine oder Mangas, die ihr kostenlos durchstöbern dürft. Und warum anschließend nicht gleich in die Sega Arcade-Halle spazieren, um am UFO-Catcher eine Figur zu ergattern, in Virtua Fighter 2 euer Können unter Beweis zu stellen oder am Fotoautomaten vor ulkigen Hintergründen zu posieren? An fast jeder Ecke warten betretbare Gebäude, Restaurants oder eines der unzähligen Minispiele. Normalerweise freue ich mich weniger über einen Haufen Minigames, aber in Yakuza 5 sind alle Nebenbeschäftigungen wunderbar realisiert. Ob nun Angeln, Baseball, Golf, Schneeballschlachten, Virtual Reality, Airhockey, Karaoke oder Ramenkoch, bei allen merkt man die Liebe und Arbeit der Entwickler. Keines davon ist perfekt, aber wesentlich besser umgesetzt als in anderen Spielen. Sehr viel Sorgfalt floss in diese kleinen Zeitfresser, was übrigens auch für die restlichen Nebenaufgaben gilt. Man ist den repetitiven Aufbau optionaler Missionen ja gewohnt, die in den meisten Spielen wie Assassin's Creed bloß der Spielstreckung dienen. Doch in Yakuza 5 lohnt sich jede einzelne der insgesamt 78 Substories. Entweder bieten sie eine interessante Kurzgeschichte, lassen euch etwas Verrücktes erleben oder verpacken bekannte Gameplay-Mechaniken überraschend in einem neuen Kontext. Zum Beispiel werdet ihr in einem Auftrag als Schauspieler für einen Zombie-Film angeheuert. Zu Beginn erhaltet ihr das Drehbuch und müsst eure Dialoge sowie die Reihenfolge sämtlicher Aktionen auswendig lernen. Anschließend spielt ihr die Szene in einem Rutsch und erinnert euch, wann welcher Satz gesagt und mit welcher Attacke jeder Gegner besiegt werden soll. Yakuza 5 schafft es sogar, allein mit auswählbaren Texten interessante Szenarien zu kreieren. Merkt euch den exakten Namen einer Person, um diesen auf eine Autogrammkarte zu schreiben. Fügt die Sätze eines Zeitschriftenartikels in die korrekte Reihenfolge oder feilscht um günstigere Preise beim Klamottenkauf.
Durch die relativ kurze Länge in Verbindung mit teils außergewöhnlichen Handlungen übernimmt man die optionalen Missionen gerne. Zudem erhaltet ihr nützliche Gegenstände, Geld sowie Erfahrungspunkte. Und ja, Yakuza 5 ist endlich mal wieder ein Spiel, bei dem sich Aufleveln lohnt und die Auswahl der Fähigkeiten tatsächlich wichtig ist, da sie allesamt nützlich sind und sich nicht wie unüberlegtes Beiwerk anfühlen. Generell erweckt kein Element den Eindruck, als hätte man es nur zur Erfüllung einer Checkliste eingebaut. Jede Mechanik, jede Nebenmission und jede Figur erfüllen einen ganz bestimmten Zweck und wurden mit Sorgfalt erschaffen. Sogar die Kampftrainer, bei denen ihr neue Fertigkeiten erhaltet, besitzen ihre eigene Persönlichkeit und durchleben einen Charakterwandel. Einer von ihnen startet als überheblicher Weirdo in altertümlicher Kleidung und Make-up, bevor ihr langsam zu seiner rationalen Seite durchdringt und sein Leben Stück für Stück in unterhaltsamen Gesprächen verbessert, wofür er euch im Gegenzug den Umgang mit verschiedenen Waffen lehrt. Nur weil sich der optionale Inhalt vieler Open-World-Spiele vollkommen nutzlos anfühlt, sollte man nicht den gleichen Fehler begehen und in Yakuza 5 blind der Haupthandlung folgen. Genießt die freie Auswahl an Inhalten, erkundet die Umgebung und tut, wonach euch gerade ist. Darin liegt der Zauber der Serie begraben. Diese Freiheit überträgt sich auch direkt auf das Kampfsystem. Wie bei einem Rollenspiel mit Zufallsbegegnungen warten auf den Straßen herumwandernde Gegner. Nur sind es keine fiesen Dämonen, sondern nervige Punks, die euch verkloppen wollen. Sobald ihr auf eine der finsteren Gruppierungen trefft, bildet sich eine Menschentraube um euch herum und das Gefecht beginnt. Leute feuern euren Charakter von außen an und fliehen erschrocken, falls ihr ihnen zu nahe tretet. Eine wunderbare Dynamik, die auch bei ängstlichen Feinden auftritt, solltet ihr einen der Anführer besiegen. Die Kampfmechaniken sind recht simpel. Auf zwei Tasten führt ihr unterschiedliche Kombos aus, eine weitere ist zum Packen der Ganoven da. Für die meisten Auseinandersetzungen reicht das und durch die stark übertriebene Animationen fühlt ihr die Kraft hinter jedem einzelnen Schlag. Doch vor allem in größeren Prügeleien und Bossgefechten müsst ihr auch Ausweichmanöver und Konter einsetzen. Der wahre Fokus liegt allerdings auf den unfassbar brutalen, übertriebenen und teilweise einfach nur lustigen Hiebmanövern. Durch erfolgreiches Attackieren und Blocken füllt ihr eine blaue Energieleiste und aktiviert so eines von 125 verschiedenen Spezialmanövern. Die Bedingungen reichen vom simplen Tragen einer Waffe bis hin zur genauen Positionierung mehrerer Gegner. Mein absoluter Favorit ist der Einsatz einer Zigarette. Zündet euch im Kampf die Fluppe an und spuckt sie dem Gegner ins Auge. Oder schnappt euch Sekundenkleber und verbindet die Köpfe von zwei Gangstern. Dadurch dirigiert ihr den Fluss des Kampfes und Gefechte verkommen nicht zu rhythmischen Reaktionsspielchen. Jeder der vier männlichen Protagonisten besitzt außerdem seinen eigenen Kampfstil, der die Persönlichkeit des Charakters widerspiegelt. Saejima ist als ruppiger Muskelberg relativ langsam, kann dafür aber seine Schläge aufladen oder Feinde locker herumwerfen. Dagegen teilt Akiyama wesentlich weniger Schaden aus, seine flinken Tritte verwickeln die Ganoven aber in endlose Kombos. Im Fall von Shinada, ein Ex-Profi-Baseballspieler, sind seine Bewegungen sehr schwungartig und er besitzt als einziger besondere Hiebmanöver im Umgang mit bestimmten Waffen. Der fünfte spielbare Charakter ist Haruka, die in Osaka eine Karriere als Idol verfolgt. Auf den ersten Blick mag ihr Teil der Geschichte vor allem mit dem Gameplay eines Tanzspiels recht fröhlich wirken, doch die Handlung ergründet dunklere Seiten der japanischen Glamour-Industrie und bildet als Mittelpunkt des Abenteuers eine willkommene Abwechslung. Yakuza 5 ist ein gigantisches Spiel. Wer sich allein auf die Story fokussiert, ist mindestens 30 Stunden beschäftigt und wer wie ich wirklich alle Nebenmissionen absolviert, kann die Spielzeit locker vervierfachen. Zu keiner Zeit haben sich die Inhalte dabei wie unnötiger Filler angefühlt. Selbst die optionalen Karrieren der Figuren hören rechtzeitig auf, bevor sie zu repetitiv werden. Als Taxifahrer die Verkehrsregeln zu beachten oder im Daytona USA-Style auf der Autobahn zu rasen, sind für ein paar Stündchen willkommene Abwechslungen, da sie sich stark vom restlichen Gameplay unterscheiden. Deshalb ist es auch nicht so schlimm, dass ihre Mechaniken kaum besser als kompetent bezeichnet werden können. Generell ist kein Einzelteil für sich genommen fehlerfrei umgesetzt, doch es ist das Zusammenspiel dutzender Elemente, die als Gesamtpaket eine unglaubliche Erfahrung kreieren. Auch optisch ist Yakuza 5 wahrlich kein Meisterwerk. Dauernd erscheinen Passanten wie aus dem Nichts und obwohl alle wichtigen Personen schön modellierte Gesichter besitzen, sehen die restlichen Figuren umso hässlicher aus. Für ein PS3-Spiel von 2012 ist es dennoch gut gealtert. Ich weiß, dass es nerven kann, eine alte Konsole anzuschließen und auch die Tatsache, dass der Titel nur digital verfügbar ist, kotzt mich an. Aber es sollte niemand
niemanden davon abhalten, eines der ambitioniertesten Spiele der letzten Jahre zu erleben. Und macht euch bitte keine Sorgen um die Handlung. Ja, im Optimalfall solltet ihr die alten Teile zuerst spielen, doch ist das keine Pflicht. Schaut euch auf YouTube ruhig die Zusammenfassungen der ersten 3 oder 4 Spiele an, was zum Verständnis genügen sollte. Zwar existiert eine übergreifende Narrative, die auf vergangenen Ereignissen aufbaut, allerdings folgt jeder Charakter zuerst seinem eigenen Abenteuer. Lasst euch dabei nicht von der japanischen Art abschrecken. Yakuza 5 zeigt fantastische Charaktere mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Schwächen, Motiven und Wandlungen, die mehr Tiefgang als die meisten Figuren westlicher RPGs besitzen. Ich hoffe, dass dieses Video euer Interesse wecken konnte. Falls ihr nicht länger eine PS3 besitzt, verstehe ich das natürlich. Aber nächsten Winter erscheint auch bei uns endlich Yakuza 0 für die PlayStation 4, was den perfekten Einstieg in die Serie ermöglicht. Bis dahin werde ich aber sicherlich noch öfters über die Yakuza-Spiele sprechen. Falls ihr übrigens jetzt sofort mehr zur Reihe sehen wollt, kann ich euch das fantastische Video von Hyperbit Hero zur gesamten Serie empfehlen. Ansonsten wünsche ich allen, die sich demnächst für den Kauf von Yakuza 5 entscheiden, viel Spaß bei diesem wilden Abenteuer. Ach ja, und Laserschwerter gibt's natürlich auch.